Spiel 2 der Playoff-Viertelfinals zwischen den Kasseler Huskies und dem ESV Kaufbeuren. Die erste Partie, Spannung pur, wie wir es erwartet haben. 10 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Joey Lewis den Ausgleichstreffer des ESV Kaufbeuren. Und dann 18,5 Minuten brauchte es in der ersten Overtime, ehe Sami Blomqvist den Führungs- und gleichzeitig Siegtreffer in Kassel erzielte. Kaufbeuren damit die Serie nach Hause entführt. Und wir werfen mal einen Blick auf die Zwischenstände der aktuellen Playoff-Viertelfinals hier virtuell. Die Löwen Frankfurt verlieren zu Hause mit 2:3 gegen die Dresdner Eislöwen. Dementsprechend führen die Dresdner die Serie an mit 1:0. Gerade schon besprochen, Kassel 0:1 gegen Kaufbeuren. Die können heute zu Hause die Serie auf 2:0 erhöhen. Allerdings die Huskies mit viel Engagement, mit viel, viel Laune und hoffentlich auch mit viel, viel Spielwitz. Sie wollen diese Serie ausgleichen. Freiburg gegen die Ravensburg Tower Stars. 2 Spiele haben wir da schon gesehen. 1:1 steht es in der Serie. Da hat jeweils die Heimmannschaft gewinnen können. Und die Heilbronner Falken schlagen im ersten Spiel den EC Bad Tölz ebenfalls und führen diese Serie mit 1:0 an. Es geht also weiter in diesen virtuellen Playoff-Viertelfinals. Und wir gucken auf die Aufstellung von Tim Kehler und die Kasseler Huskies. Jerry Kuhn wird starten vor Leon Hungerecker. Dann in der Verteidigung Dennis Schifrin zusammen mit Stefan Tramm. Maximilian Adam mit Spencer Humphries und Derek Dinger zusammen mit Marius Galzo. In der Offensive Alexander Karatschun, Ben Duffy und Ryan Moser. Die Reihe 1, die für Torgefahr sorgen soll. Dahinter Justin Kirsch, Corey Trevino und Austin Carroll. Dann auf der dritten Position Luis Spitzner mit Erik Valentin und Patrick Klöpper. Und die nominell vierte Reihe Nick Walters, Michael Christ und Nureddin Betterhaar. Und wir werfen natürlich noch einen Blick auf die Aufstellung vom ESV Kaufbeuren. Da haben wir in der Torhüterposition Jan Dalgic, der Starter vor Ilya Scharipov. In der Verteidigung Ketterer zusammen mit Eichinger, dann Pfaffengut und Thiel. Und in der dritten Reihe Depali und Kurzjol. Im Sturm haben wir Sami Blomqvist und Antti Kerele neben Max Lukas. Dann Tobias Wörle, Brandon Graysell und Joey Lewis. In der dritten Reihe Pokorny, Laaksonen und Schmiedle. Und die nominell vierte Reihe Oppolzer, Thomas und Wolter. So also die beiden Aufstellungen der Mannschaften. Und ich denke, wir freuen uns alle auf ein virtuelles zweites Viertelfinalspiel zwischen den beiden Mannschaften. Und wir gehen rein in die Partie. Und damit nochmal herzlich willkommen aus der Erdgas-Schwarm-Arena, dem Zuhause des ESV Kaufbeuren, die heute im Viertelfinale Spiel Nummer 2 antreten gegen die Kasseler Huskies. Und es steht 1:0 für den ESV Kaufbeuren, die ja grandios in Kassel die Partie nochmal gedreht haben. 1:0 durch Max Lukas in Führung gegangen, dann Tramm und Spitzner, die beiden Torschüsse für die Huskies. Und 10 Sekunden vor Ende des regulären Zeitrahmens Joey Lewis mit dem Ausgleich. Und dann war Sami Blomqvist, der ja fast nach einer ganzen gespielten Overtime am Ende das 3:2 für Kaufbeuren macht. Und so gehen wir also mit der Serienführung hier in Spiel 2 der Erdgas-Schwarm-Arena. Und Kaufbeuren in den roten Jerseys im ersten Durchgang von links nach rechts. Und die Kasseler Huskies in den blauen Trikots von rechts nach links. Aber erstmal die Strafzeit hier von Maximilian Adam gegen Antti Kerele. Stefan Tramm, die 70, nicht die 10 war es, Verzeihung. Der Hamburger Stefan Tramm hat ja seinen Vertrag verlängert bei den Huskies. Und Joel Geusen wird in kommender Saison von den Lausitzer Füchsen für die Huskies auf Torejagd gehen. Wiederum bringt man Alexander Karatschun mittlerweile mit der Düsseldorfer IG in Verbindung. Also auch da dürfen wir sehr gespannt sein, was die spielfreie Zeit in der DEL2 noch mit sich bringt, wie die Personalien weiterhin gestaltet werden. Und da ist aber der erste Treffer. Und es ist, glaube ich, Florian Thomas, der Torschütze, genau so ist es, der die Kaufbeurener in Führung bringt. Sein erster Punkt in diesen Playoffs. Und es war ein Überzahlspiel,
was am Ende zum Erfolg geführt hat. Und das ist richtig bitter. Kassel also frühzeitig hier dezimiert. Kaufbeuren legt los wie die Feuerwehr. Und da macht Florian Thomas das 1:0 für den ESVK. 28 Jahre jung. In Schongau geboren. Florian Thomas, der auch schon in Kaufbeuren ausgebildet wurde bei der U16, bei der U18. Da ging es nach Peiting, nach Rizersee. Und seit 2014, also mittlerweile seine 6. Saison, die er gespielt hat oder aktuell spielt in diesen Playoffs, für den ESVK und Alexander Karatschun auf der anderen Seite. Also Kassel könnte heute mit einem Auswärtssieg diese Serie wieder mit nach Hause entführen. Da ist Adam Moser. Wieder auf Karatschun. Wieder auf Adam. Spencer Humphries. Und der ist nicht ungefährlich hier. Ryan Moser, der diese Scheibe da fast noch abgefälscht hat. Brandon Graysell. Auch einer, der Kaufbeuren unterstützt hat in der abgelaufenen Saison. Brandon Graysell, einer der Lizenzspieler beim ESVK. Der einzige Kanadier. Sami Blomqvist, Antti Kedele, Jede Laakson und Rossi Saarinen. Allesamt finnischer Herkunft. Und man fährt ganz gut. Deshalb auch seitens Andreas Brockmann kein Bedarf, die Reihen umzustellen, die Mannschaft so belassen. Wir haben es eingangs der Partie gesehen. Man will genau mit dieser Mannschaft Kassel zum zweiten Mal schlagen und in diesen Viertelfinals mit 2:0 in Führung gehen und damit die beste Ausgangssituation schaffen, die man sich vielleicht hier vorstellen kann. Pre-Playoffs als Platz 9, so lautete das Ergebnis nach der Hauptrunde. 2 Siege gegen die Bietigheim Steelers. Und es waren 2 knappe Siege, ich habe es angesprochen. Immer kurz vor knapp. Und das so ein wenig die Spezialität des ESVK. Wir haben es hier in der ersten Partie gesehen. 10 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Joey Lewis den erlösenden 2:2 Ausgleich erzielt. Corey Trivido gegen Jere Laaksonen, der in der kommenden Saison nicht mehr für die Kaufbeure auflaufen wird. Und hier allerdings wieder hervorragend rausgelegt. Kaufbeure durch Kevin Pokorny. Jetzt also mit 2:0 in Führung. Schön rausgespielt von Philipp de Parly, der da Pokorny gut stehen sieht. Und der Deutschpole aus Harzfurt netzt eiskalt ein. Keine Abwehrchance für Jerry Kuhn. Und Kaufbeuren auf einem guten Weg hier in diesem zweiten Duell. Pokorny, der erst in dieser Saison von Ravensburg kam. DL2-Champion letztes Jahr mit den Tower Stars. Am 10. Dezember wurde bekannt gegeben, dass er zum ESV Kaufbeuren wechselt. Marius Galzo. Corey Trivino. Kassel muss jetzt ins Spiel reinfinden. Erste Viertelstunde gleich vorbei. Kassel mit doch einigen Problemen. Lukas Kurziol. Und Kaufbeuren bislang abgeklärt in diesem zweiten Viertelfinale. Und Jeder Laaksonen testet erneut Jerry Kuhn. Die Huskies über Corey Trivino. Carroll wartet vorne, Marius Galzo und dann die Konterchance. Wieder für Florian Thomas, der Torschütze. Zum 1:0, aber Derek Dinger. Ganz wichtiger Zweikampf. Oh, schön die Scheibe geholt von Corey Trivino. Jan Dalgic, der noch nicht so viel zu tun hatte hier in dem ersten Durchgang. Und der ESVK über Oppolzer mit der nächsten Gelegenheit. Ja, zu Hause der ESVK, Rang 6 in der abgelaufenen Saison. 48 Punkte holte man. Also da gab es Mannschaften, die besser zu Hause waren. Und auswärts
die Kaslaskis eigentlich auf Rang 3. Also sie sind auf fremdem Eis nicht zu unterschätzen, die Mannschaft aus Kassel. 34 Zähler geholt, 35 Ravensburg, 36 die Tölzer Löwen. Also man weiß durchaus, sich auf fremdem Eis zu behaupten. Schäferin. Noch einmal vielleicht die Chance für die Huskies. Und wie wichtig wäre jetzt hier der Anschlusstreffer gewesen. Aber Kaufbeuren macht das zielgerichtet. Kaufbeuren macht das mit der notwendigen Zielstrebigkeit. Und so gehen wir mit dem 2:0 in die erste Drittelpause. Und vieles spricht dafür, dass Kaufbeuren heute zwingend diesen zweiten Sieg einfahren möchte. Nach einer kurzen Unterbrechung melden wir uns zurück zum Mittelabschnitt. Acht Schüsse, doppelt so viel Torschüsse wie die Kaslaskis. Ansonsten die Kassler mehr in der Offensive. Auch die Bulli-Statistik auf Seiten der Huskies. Aber eben diese Strafzeit, diese frühe Strafe im Spiel hat dazu geführt, dass die Huskies in Rückstand geraten. Und aber noch ist hier nichts vorbei. 40 Minuten noch zu spielen. Antti Kerele gegen Ben Duffy. Und wieder der ISVK über Max Lukas, über Eichinger. Scheibe läuft wieder gut. Kaufbeuren hochkonzentriert. Kerele, Scheibe bleibt drin. Julian Eichinger mit der nächsten Gelegenheit in Richtung Jerry Kuhn. Julian Eichinger. Ebenfalls groß geworden in der Jugend des ISVK. Götterer, wieder Eichinger, Luis, der in Spiel 1 Kaufbeuren in diese Overtime gerettet hat. Und die nächste Schussgelegenheit. Und wieder einmal mehr Jerry Kuhn, der eine richtig gute Saison gespielt hat. Bruder Adam bis 2012 bei den Pensacola Ice Flyers unter Vertrag, also ebenfalls Eishockeyspieler gewesen. Und Ketterer. Kaufbeuren schnürt die Kaslaskis in der Offensive ein. Schäferin, jetzt vielleicht die Möglichkeit zur Befreiung. Sehr schön auf Kirsch abgelegt, da ist Austin Carroll. Aber man kommt nicht so wirklich momentan gefährlich nah an Jan Dalgic. Und wieder Kaufbeuren. Wieder Schäferin. Nächste Gelegenheit. Kirsch wieder mit dabei. Da schön angespielt. Verzögert den Schuss, aber ein bisschen zu lang. Und dann Scheibenverlust an Pfaffengut. Und Kelvin Pokorny. Auf der anderen Seite. Sie wirken etwas abschlussfreudiger, die Mannschaft der Kaufbeurer. Alexander Thiel. Wieder Kelvin Pokorny. Lassen das gut laufen. Thiel verzögert. Da ist Pfaffengut von der blauen Linie. Gar nicht ungefährlich, dieser Dennis Pfaffengut. Kaufbeurer Eigengewächs. Nur mal kurz in Rissaszene, U18 gespielt. Ansonsten immer der Mannschaft des ISVK treu geblieben. Vertrag läuft noch bis 2021. Und da ist es. Ganz, ganz wichtiger Treffer jetzt aus Sicht der Kaslaskis. Patrick Klöpper mit dem Anschlusstreffer. Der Duisburger bringt die Huskies wieder zurück. Hat ja mit den Hamburg Fleezers 2014, 2015 zwei Spiele in der Champions Hockey League absolviert. 68 DEL-Spiele hat er bestritten. Zuletzt für die Hamburg Fleezers eben in der Saison 2014, 2015. Kommt aus dem Nachwuchs des Krefelder e.V. Und hier ganz wichtig, der Anschlusstreffer für die Huskies.
Alexander Karaciun. Wird da eng angegangen von Philipp de Palio und der Max Lucas. Sami Blomqvist. Aber Ryan Moser. Ben Duffy. Und Kassel wirkt, als hätte man nach diesem Anschlusstreffer neuen Mut gefasst. Selbstvertrauen ist gewachsen. Und Koziol. Kaufbeuren. Ja, sie müssen versuchen, dass man diese Partie jetzt nicht aus der Hand gibt. Dass man weiter offensiv bleibt. Dass man weiter den Zug in Richtung Jerry Kuhn sucht. Ben Duffy. Betterhaar. Marius Galzo, kein Abseits. Glück gehabt. Walters, abgefälscht, abgeblockt von Ketterer. Und Wolter. Mit ein bisschen Raum auf Oppolzer. Aber Jerry Kuhn mit dem hervorragenden Stellungsspiel entschärft den eigentlich ganz guten Schuss von Daniel Oppolzer. Offene Partie auf beiden Seiten. Weiterhin interessantes Viertelfinale. Und ich bin wirklich gespannt, wer setzt sich am Ende durch in diesen vier Viertelfinalduellen, die wir haben. Freiburg-Ravensburg steht 1:1 in der Serie. Kaufbeuren führt gegen Kassel mit 1:0. Die Heilbronner Falken führen mit 1:0 gegen den EC Bad Tölz. Und zuletzt gesehen, die Löwen Frankfurt zu Hause unterlagen in Overtime den Dresdner Eislöwen mit 2:3 nach 2:0 Führung. Das hat geschmerzt natürlich die Mannschaft und Matti Tiilikainen. Und jetzt also umso mehr die Duelle in dieser virtuellen DEL2. Nochmal Kaufbeuren über Pfaffengut. Thomas Pfaffengut, gute Schussmöglichkeit. Thiel. Ono Polzer. Schmiedle. Wieder auf Thiel. Scheibe läuft gut. Es fehlt die Lücke, die man nicht findet. Kassel steht jetzt wesentlich geordneter. Nochmal über Kreest. Letzte Gelegenheit. Aber an Jan Dalgic abgeblockt. Und so gehen wir mit der 2:1-Führung des CSVK in die zweite Drittelpause nach den Highlights und einer kurzen Halbzeitanalyse. Dann zurück zum Schlussabschnitt. Viertelfinale Spiel 2, Kaufbeuren gegen Kassel. Acht zu 13. Kassel jetzt zumindest mit dem Anschlusstreffer. Die Zeit in der Offensive hat sich ein wenig in Richtung Kaufbeuren verlagert, aber die Bulli-Quote weiterhin bravourös bei den Kasselaskis. Fast doppelt so viele konnte man gewinnen. Starke Spieler am Punkt. Hat sich jetzt so die beiden Drittel durchgezogen und wir gehen rein in den Schlussabschnitt. Antti Kelele gegen Ben Duffy und damit rein ins dritte Drittel dieses zweiten Viertelfinals zwischen Kaufbeuren und Kassel. Ein Tor würde Kassel momentan in die Overtime retten. Blomqvist, derjenige, der Kaufbeuren in Kassel den ersten Sieg bescherte mit seinem Treffer in Overtime in der Eissporthalle in Kassel. So, Karaciun. Und sie haben wieder viel Raum. Stefan Tramm, Ryan Moser. Kassel jetzt also hochkonzentriert. Sie wollen nicht mit 0:2 in dieser Serie zurücklegen. Das ist natürlich eine Ausgangssituation, die den Druck und auch den Zwang in Richtung Kassel erhöhen würde. Eichinger auf Kerele. Schön abgeblockt. Pfaffengut. Wieder auf Blomqvist. Rückhandmöglichkeit von Max Lucas. Aber Jerry Kuhn natürlich jetzt hochkonzentriert. Will seine Mannschaft da defensiv unterstützen. Corey Trevino, der mit dem Schuss an den Pfosten. Und der hat doch schon am Ausgleich geknabbert. Der Schuss von Corey Trevino. Auf der anderen Seite Brandon Gracell. Joey Lewis. Wieder Pfaffengut abgefälscht. Und es bleibt weiterhin eine richtig spannende Partie mit nur einem Tor Unterschied. Nächste Schussmöglichkeit. Kaslaskis, die Nummer 10 war es, Maximilian Adam.
Und hier nochmal die Chance von Max Lucas, der nicht an Jerry Kuhn vorbeikommt. Humphries auf Adam. Joey Lewis hat die Scheibe abgefangen. 11,5 Minuten noch zu spielen im Schlussabschnitt. Momentan reicht das der Mannschaft aus Kaufbeuren. Nächste Gelegenheit. Wieder Jan Dalgic. Tobias Wörle hat den Treffer von Sami Plomqvist in der ersten Partie vorbereitet. Und Laaksonen. 9 Minuten. Zeit, ein Faktor, der bei den Huskies jetzt langsam eine Rolle spielt. Philipp de Pauli abgeschossen. Die Scheibe von Jere Laaksonen, aber wieder der gute Block aus Sicht der Kassel Huskies. Und Adam kriegt die Scheibe da nicht in die eigenen Reihen. Wieder Wörle. Schmiedle mit dabei. Da ist er, Max Schmiedle. Aber auch hier wieder Jerry Kuhn mit einer blitzschnellen Reaktion. Und das ist so wichtig jetzt. Valentin auf der anderen Seite. Also über mangelnde Beschäftigung können die beiden Keeper heute beim besten Willen nicht klagen. Und es ist wieder nur ein Torunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. 6 Minuten auf der Uhr. Bulli gewinnt Kaufbeuren. Wieder ein guter Check, aber Kassel kommt in die Offensive. Da ist Betterha! Und auch dieser Schuss. Nicht ungefährlich, Kevin Pokorny. Der legt auf Volta ab und der macht's! Und das könnte die Vorentscheidung sein. Platzierter Schuss, Jonas Volta mit dem 3-1 Kaufbeuren. Kevin Pokorny und Philipp de Pauli bereiten diesen dritten Treffer vor. Und das könnte also bedeuten, dass Kaufbeuren in diesem zweiten Spiel mit 2:0 in dieser Serienführung geht. 4 Minuten 10, jetzt also der Druck noch viel höher auf Seiten der Kassel Huskies. Wolter im Duell gegen Chris. Nochmal Wolter, der legt auf Oppolzer ab. Eichinger steht auf der rechten Seite. Blomqvist vorne mit dabei und Ketterer. Und je länger man die Scheibe jetzt da vorne drin hält, umso mehr nimmt man den Huskies die Gelegenheit, die überhaupt nochmal aufs Tor zu schießen. Wolter mit dem Schuss. Und Jerry Kuhn. Kassel muss irgendwas tun. Sollte heute tatsächlich diese Partie verloren gehen. Kuhn natürlich vom Eis. Alles oder nichts. Und Ben Duffy. Javelin. Tram. Sehr schön auf Spencer Humphries abgelegt. Ketterer. Und jetzt die Möglichkeit für Kaufbeuren, hier alles fix zu machen. Aber Ketterer verpasst nur knapp. Sami Plomqvist. Spielt und dann Schäfrin. Taucht auf vor Antti Kedele. Wieder Ben Duffy. Aber die halbe Minute, die wird den Huskies hier wahrscheinlich nicht mehr reichen. Karacun. Eichinger. Nochmal auf Kedele. Nochmal die Chance für Kaufbeuren. Sami Plomqvist. Hätte er sich noch Zeit lassen können, aber am Ende Scheibe nach vorne. Nimmt den Huskies die Gelegenheit, wiederum selber in Richtung Jan Dalgic zu spielen. Also, das ist der zweite Sieg für den ESV Kaufbeuren in diesem Playoff-Viertelfinale 2019-2020 gegen die Kassel Huskies. Und das wird ein hartes Stück Arbeit, will man gegen den ESVK bestehen. Die spielen wirklich sehr, sehr zielstrebig, verdient gewonnen auch diese zweite Partie. Und wenn es Ihnen da draußen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch, über einen Kommentar und über positives Feedback freuen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder zum dritten Viertelfinale, dann wieder in Kassel. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.